Was geht ab, meine lieben Freunde? Der Rapper Nemo ist derzeit wirklich sehr aktiv unterwegs. Er schreibt einen Hit nach den anderen in wenigen Stunden. Was macht er nur? Wie macht er das nur? Ist er auf Crack? Ist er auf Coca? Man weiß es nicht, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall ist er sehr fleißig gewesen in den letzten Tagen. Hat schon sehr viele Tracks rausgebracht, meine lieben Freunde. Ich habe schon vor vielen Wochen darüber berichtet, dass es ein bisschen ruhiger wurde um ihn. Aber natürlich ist das natürlich nur die Ruhe vor dem Sturm, meine lieben Freunde. Er hat schon sehr viele Tracks aufgenommen. Es wird eine EP kommen, meine lieben Freunde. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz ein Video ein. Ihr könnt euch das gerne mal reinziehen, meine lieben Freunde. Bis gleich. Ich bin hier wieder im Studio mit meinem Bruder Crime, mit meinem Bruder Jezo, Malijan, meinem Bruder Psy. Wir haben uns überlegt, wir machen die Songs. Die letzten Tage haben wir ein paar Songs gemacht. Was passiert mit diesen Songs? Diese Songs kommen nicht aufs Album. Also was machen wir? Wenn ich schaffe, bis Freitag noch 6 weitere Songs aufzunehmen, dann packe ich die alle auf ein Mixtape und nach dem Album werdet ihr dieses Mixtape bekommen. Ciao. Ich bin mein Bruder Psy. Hier ist meine Kiki-Edition. Und hier, meine Freunde, hier haben wir die Hook. Eine Freestyle-Spur, zweite Freestyle-Spur. Jetzt kommt nochmal die Hook und dann kommt ein Feature-Gast. Auf diesem Mixtape wird jeder Song, 9 Songs werden Feature-Songs. Ein einziger Song wird alleine sein. Okay? Meine Freunde, innerhalb von 3 Tagen, ich hatte nur kurz ein paar Sachen zu erledigen. Ich wollte mein Album aufnehmen gehen in Kosovo, aber innerhalb von ein paar Tagen machen wir kurz ein Mixtape ready. Habibio! Ha! Wie lange warst du gerade weg? Ich schwöre, 2-3 Minuten. Okay, und wie weit war der Song, bevor du da warst? Hook, bis hook. Okay, lass laufen. Ja, meine lieben Freunde, ich habe euch auf jeden Fall nicht so viel versprochen. Nemo geht auf jeden Fall ab, wie auf der Love Parade. Wenn ihr auch findet, dass Nemo einer der wirklich coolsten Newcomer ist, der es durchgeschafft hat, durch das ganze Drumherum ein etablierter Rapper zu sein, der kann mir gerne einen Kommentar hier hinterlassen. Wer auch findet, dass Nemo Respekt verdient hat für seine Arbeit, ganz egal wie sein altes Image damals war, er ist jetzt auf dem Weg der Besserung, ist kein Junkie mehr, wie man ihn so sieht. Sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus. In seinen Texten sollte er auch mal ein bisschen anfangen, ein bisschen den Leuten ein bisschen was Besseres beizubringen, nicht nur immer was von Kokain und so weiter. Dann ist das wirklich einer meiner Lieblingsrapper, aber sobald das nicht passiert bei ihm, ist es leider ziemlich schwierig. Aber die einen oder anderen finden diesen Rapper natürlich cool und sexy und bla bla bla. Also gönnen wir ihm den Hack, meine lieben Freunde, gönnt ihm den Hack. Gönnt jedem, der erfolgreich sein will und erfolgreich ist, dem Hack und ihr werdet auch Erfolg bekommen. Das verspreche ich euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine lieben Freunde. Peace and out.